Getriebe ist da montiert mit. Hinten raus kommt Ladedruck, es wird ganz gut. Und Tim Becker auf der rechten Seite. Deshalb gibt es hier noch eine kleine Anweisung vom Chefstarter. Ein paar Zentimeter fehlen noch, dann geht die untere weiße Lampe an. Dann steht der Junior Dragster korrekt eingestaged. Jetzt auf die Bremse drücken und der Fahrer wollte hier eine sehr gute Reaktionszeit hinkriegen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es ein Fahrer ist oder eine Fahrerin, denn wir haben auch einige sehr schnelle Rennen in den Junior Dragster Sport. Aber mit einem Frühstart. Aber mittlerweile. In der Garage seiner Familie fündig wird, denn da steht die 1600er Sportster von Stefan Graf. Wir machen weiter mit Street Outlaw ET Bikes. Und auf die. Der 57er Chevrolet Bel Air Dragster von Erich Martis. Ist auch nur 10er Zeiten damit gefahren. Zu lesen. Seidel mit dem 1000 PS Polo. Sein erster Start heute. Wir haben ihn in den letzten Jahren hier mit einigen Getriebeproblemen gesehen. Jetzt könnten wir mal eine andere Zeit erleben. Elmar schafft es auch damit, überraschend gute Resultate zu erzielen. Und auch auf der Strecke hier könnte er mehr machen, wenn er endlich mal meinem Rad folgen würde und eine längere Schwinge einbauen würde. Aber er will eben, dass das Gerät original und Straßenordnung bleibt. Na gut. Wir machen weiter mit den First Street Bikes. Haben wir dann auch da mit. Auf der linken Seite der Skyline GTR. Der hat schon mal eine 12.1 gefahren. Mit Turbo und Vierrad und jede Menge Elektronik an Bord und mit einer Das wird noch schneller. 9-0! Der Topspeed von 273 hat aufhorchen lassen.
schon eine